Ein Manko an dieser Bahnwaggon ist, dass die Schranken eventuell schon runtergehen, obwohl der Zug von der Gegenseite noch nicht mal von Heinsberg gefahren ist. Bis der Zug dann kam, hat es nämlich ungefähr 3 Minuten gedauert. Und das Ding ist, dass es vor dem Bahnwaggon noch ein Bahnhof ist, das heißt, der Zug hat nochmal angehalten. Übrigens hatte der Zug in dem Moment, wo es passiert ist, Verspätung gehabt, daher die Frage, ob das jetzt nur eine Ausnahme oder ob das Standard ist.